Hallo, ich bin Carsten in Mahl. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Nochmal. Ich bin heute zwischen Mahl und Dorsten unterwegs. Der Ziel der Tour ist der Herwester Bruch. Ja, was ist das? Eine Sumpflandschaft? Nee, Moorlandschaft. So genau weiß ich es nicht. Soll auf jeden Fall schöner sein. Ja, im Moment bin ich hier irgendwo am Kanal, Kanal Lippe, irgendwo da die Ecke. Da schauen wir mal. Ja, wenn wir Glück haben, kriegen wir heute noch Wasserbüffel oder einen Storch zu sehen. Schauen wir mal, ob sie heute da sind. Jetzt bin ich mittlerweile schon hier, denke ich mal, in den Ausläufern vom Herwester Bruch. Aber man sieht, dass die letzten Tage viel geregnet hat. Hier ist noch alles ganz nass. Aber ich habe mich auch irgendwie gar nicht so warm angezogen, weil ich damit davon ausgegangen bin, dass es unterwegs wärmer wird. Aber naja, so wirklich wird es nicht wärmer. Ja, egal. Ich habe auf jeden Fall noch eine Weste dabei für die Pause. Also frieren sollte ich nicht. Ja, hier haben sie eine schöne Aussichtsplattform gebaut. Von hier aus kann man da hinten die Störche im Nest beobachten. Aber hätte man ein Fernglas mitnehmen sollen. Na, mal schauen. Vielleicht kriege ich ja so ein Bild drauf. Ein vernünftiges. Gar nicht so einfach. Aber es ist echt schön hier. Ich zeige euch das mal. Wenn man nur nicht die Straße hören würde. Storch? Check. Gucken wir mal nach, das Wasserbüffel. Ah, da drüben, nee, das sind nur normale Kühe. Ja, so langsam kämpft sich die Sonne dann doch durch. Immerhin ist es 1 Grad wärmer geworden. Statt 9,2 haben wir jetzt 10,2.
merkt man aber direkt. Ja, und da hinten sind dann auch schon die Wasserbüffel zu sehen. Ja, ich weiß nicht, ob man das gerade auf der Kamera sehen konnte, ob es wirklich scharf war. Konnte ich jetzt nicht so wirklich sehen. Wollte mich auch nicht allzu viel bewegen, bevor ich das Reh mit seinem Kitz noch verscheuche. Ach so, übrigens, was ich gerade für Wasserbüffel gehalten habe, das waren, glaube ich, keine. Das waren, glaube ich, einfach nur irgendwie Longhorns oder sowas. Weil die Wasserbüffel, die kommen eigentlich meines Wissens erst ein Stückchen später. Ging gerade ein kleines Stückchen durch Dorsten durch, aber wirklich nur höchstens einen Kilometer, wenn überhaupt. So ist halt schon okay. Lässt sich nun mal nicht immer ganz vermeiden. Und schon bin ich wieder in der Hohen Mark unterwegs, aber diesmal mit dem Rad, nicht zu Fuß. Und schon wieder raus aus der Hohen Mark. Und der Himmel macht auf, ich freue mich. Ja, hier war ich auch schon mal. Tatsächlich, der hohe Marksteig geht hier lang. Ich glaube, die letzte Etappe, die ich gegangen bin, bevor es nicht mehr weiterging. Aber
Der hohe Marksteig, der wurde ja neu gemacht, beziehungsweise es wurde eine neue Streckenführung erarbeitet. Ich denke mal, früher oder später werde ich mir die auch mal anschauen. Aber jetzt bin ich ja, wie gesagt, mit dem Rad unterwegs. Meine Mikrofonhaltung ist immer noch nicht da. Ja, normalerweise müsste es genau passen. An der Stelle, wo ich es habe, dass es rausgerechnet wird. Aber ich habe es im letzten Video gesehen. Je nachdem, wie die Kamera gehalten wird, ist doch so ein Schatten auf dem Bild zu sehen. Bisschen schade. Ja, mal gucken, wie ich es weitermache. So, hier geht es nach rechts. Der Wegweiser geht nach links, aber ich muss nach rechts. Jetzt geht es hier ein kleines Stückchen durch Wulfen. Aber auch schon fast wieder raus. So, aus Wulfen raus geht es jetzt erstmal wieder Richtung Herwest. Und dann ist die Runde auch schon fast rum. Beziehungsweise ich habe beschlossen, ich werde die Runde nicht bis mal Mitte zu Ende fahren. Ich werde vorher schon abbiegen, aber ich nehme euch dann noch mit. Ja, wenn man so das Wetter sieht, muss man sagen, wer heute ein bisschen später losfährt, der hat natürlich mehr von der Sonne. Aber ich bereue nichts.
Ja, an der ehemaligen Bahntrasse Haltern-Wesel, da verlasse ich jetzt die Route und fahre von hier aus nach Hause. Ja, aber auch hier ganz schön viel Matsche von den letzten Tagen. Also ich muss heute den ganzen Tag schon aufpassen, dass ich nicht wegrutsche. Das passt. Wir haben es jetzt kurz nach 12. Ja. Kriege nämlich langsam Hunger, aber mache ich keine Pause mehr unterwegs, dann das schaffe ich wohl noch. Ja, ich bin hier gerade wieder auf dieser ehemaligen Bahntrasse Haltern-Wesel oder auch auf der Römer-Lippe-Route, je nachdem, wie man will. Dann fahre ich lieber außen herum nach Hause. Hier ist er doch viel schöner als in der Stadt. So, bin wieder auf meiner letzten Meile, wenn ihr so wollt, auf dem letzten Stück. Ja, das ist endlich mal wieder eine richtig schöne Tour, die ich mir bei Komoot rausgesucht habe. Die hat richtig Spaß gemacht. Kann ich euch empfehlen, auch nachzufahren. Ich werde es auf jeden Fall bestimmt irgendwann noch mal fahren. Beim nächsten Mal dann halt andersrum. Ja, ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.